Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendaidukai und ich will dir kurz ein Update zu der neuen Version 0.2 der BitTalk Extension Timecalc von Ensoniq geben. Dann legen wir mal los. Ensoniq hat ein kleines Update für Timecalc nachgeliefert. Die Erweiterung in der Version 0.1 hatte beim Benutzen BitTalk signalisiert, dass Veränderungen am Projekt vorgenommen wurden. Und wenn du genau hingeschaut hast, hast du gesehen, dass dann beim Projektnamen das Sternchen, also dieses kleine Sternchen oben beim Namen, für die Änderung gesetzt wurde. Das passiert jetzt nicht mehr und du kannst Timecalc so oft aufrufen, wie du willst. Eine zweite kleine Änderung, die auch äußerst praktisch ist, ist, dass sich jetzt oben rechts im Dialog ein Fragezeichen befindet. Wenn du da draufklickst, wird direkt auf die Entwicklerseite bzw. auf die README-Datei von Ensoniq's Timecalc geleitet. Dort steht, was du zur Installation beachten musst. Unter dem Link Release findest du die aktuellste Version zum Download und Ensoniq listet im unteren Teil auch noch die Tutorials zu Timecalc auf. So hast du immer den richtigen Link zur Hand, wenn du schauen willst, ob eine neue Version rausgekommen ist. Spätestens werde ich über eine neue Version in meinem neuen Newsletter schreiben, den du hier abonnieren kannst. Nochmal herzlichen Dank an Ensoniq für diese unglaublich nützliche Extension, auf die ich sehr schnell nicht mehr verzichten konnte. Oft sind es solche kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Die Links findest du wie immer in der Videobeschreibung. So, das war es auch schon wieder. Mein Name ist Odo Sendaidukai. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.